So, hallo, zurück zum Let's Play von Dead Space 3, heute auch mit Nero VF. Und ihr könnt ihn Ja, auch hören hallo. sogar. Ja, das ist schön, ne? Ja, ich muss mich entschuldigen, war mein Fehler, falsch umgestellt und deswegen hat der Trickser, der Nero VF, jetzt fangst du wieder Jetzt an, weiß ich weiter. hat deswegen alles umsonst gelabert, was er gelabert hat. Naja, umsonst kann Jetzt man nicht sagen, schön. ich habe ihn ja gehört, nur ihr nicht. So, dann starten wir jetzt mal. Da haben wir gerade das Riesenviech geplättet, ne? Langer Zeit finden wir jetzt eigentlich wieder unsere Crew, was davon übrig ist. Oh, das ist natürlich super. Scheiße! Jetzt Jetzt legen dürfen wir Disk wir 1 ein, wahrscheinlich. um dann zwei Türen später wieder Disk 2 bestimmt einzulegen, Ja, oder? genau, und ich komme nicht an meine Konsole dran. Oh, der Laptop gleich liegt da auf dem Boden, glaube ich. Ah, sprich im Goku Lass mal die Gatsch. Disk 2 direkt mal draußen liegen. Pack ich den gar nicht weg. Kommst raus, du Arschloch. Goku Gatsch. Oh, ja. Geile Sache. Meine Fresse, haben wir extra gespeichert nach dem Ding. Es hat ja auch gespeichert nach Disk 1. Ja, eigentlich ja. Ah. Früher war das besser, früher gab es keine Speicher. Ein LN, wow, das nervt, aber 3 CDs. Oh ja. Vier, oder? Oder war auf Nee, die eine noch 3. irgendein Scheiß drauf? Ach, hatte ich nicht gehabt. Du siehst, PlayStation 3 hat das alles auf eine gehabt. Bin auch nicht ganz, ja. Ich bin auch nicht ganz Deswegen sicher, wie viel's waren. Blu-ray oder irgendwie sowas. Ja, ist auch so ein Scheiße. Ach du Scheiße! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach doch, da hatten wir ja gerade den Dinosaurier da besiegt, ne? Und jetzt geht's hoch. Ach genau, jetzt können wir auf Stachkarte drehen, die da, keine Ahnung. Weit zurück. Sehr weit Bin ich zurück. doch richtig, oder? Ja, das ist alles wunderbar. Jetzt gehen wir oben rein, machen die Tür auf und können dann wieder das 2 anlegen. Da sitzt Wundervoll. Ah, da hat direkt mal Wolfram gefunden, da hat sich der Umweg doch gelohnt. ja. Jetzt erstmal nochmal hier. Ach, ich hatte mir noch eine neue Waffe gebaut, aber die konnte ich ja noch nicht benutzen. Das könnte ja auch mal alles ohne technische Schwierigkeiten hier ablaufen oder sonst irgendwas. Das wäre ja auch mal was Neues. Ohne dass man sich den Arm rausreißen muss, um den Disk zu wechseln. Hast du eigentlich Untertitel an? Nee. Wäre vielleicht mal eine Idee. Wenn die Zuschauer Warum? auch mal gucken, was passiert. Disk 2 einlegen. Untertitel. Spiele mit Untertitel oder was? Die Leute können eh nicht lesen, die diese Let's Plays gucken. Fertig. So. Die können nur schießen. Das reicht auch. Ach, mir fällt hier laufend das Kabel hier um die Ohren. Jetzt aber. Ach, wunderbar. Weiter geht's. Willkommen auf CD2, Leute. Und wieder. Schon wieder mal, ja. Da gehen wir jetzt hoch, da oben liegt nämlich Ah, was. guck mal hier, schwerer Standardrahmen. Hab ich schon. Ah ja, da hoch müssen man. Da oben liegt auch Müssen wir einiges. nicht, meine ich. Aber deswegen gehen wir hin. Ach, wunderbar, guck mal da. Impulsgewehr. Was haben wir hier? Schönes Textlog. Hey Leute, habt ihr Bock, einen Textlog zu lesen? Spaß, bitte. Wo ist Oh, eine ein Toilette? SCUF-Artefakt. In der Lang keine, Toilette. werden auch schon lang kein Artefakt mehr entdeckt. Nee, das stimmt. Gibt schon lange nicht mehr. Partner braucht mehr Platz. Ja, das soll er mal sich nicht so breit machen da, ja. Entschuldigung. Weiter geht's. Was Licht aus. Ich hasse Aufzüge. Vor allem, wenn sie nicht geschützt sind. Und jetzt. Und abwärts. Zuck, 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 zuck. Yeah. Du. Jetzt muss ich mal kurz mich mit der Steuerung wieder vertraut machen. Gut, schlagen kann ich so, das ist toll. Wie immer. Voll der Proll. Nur Da, ein jetzt wird Proll heißt gespeichert. Nicole. Ja, wieder mal.
Hier will ich auch speichern. Hä? Wie denn hier? Der Eisarena. Das ist eine Tür. Hier musst du auch irgendwo. Oh, die hab ich letztes Mal gar nicht gesehen bei meinem Playthrough hier. Ah. Werkstatt. Das ist jetzt schon mal gut an. Ich glaube, da ist auch nix. Nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Der Kurzschlussmechaniker ist auch am Start. Oh, ist hier alles zerflattert. So. Gucken, was hier ist. Hier wartet nichts, nur der eisige Tod. Schönes Textdoc. Liest aber kein Schwein. Ach, ich hab's letztes Mal nachgeguckt, wie die Husks heißen, aber ich hab's wieder vergessen. Ich glaube, Fida oder so heißen die irgendwie. Ach, hier war ich drin. Hier kommen die Gegner hier. Ich war hier noch nie drin. Hier kommen auch Husks wie ein Dreckschwein. Ja, siehst du? Ach, auf Y wechsle ich. Ich war hier noch nie drin, Alter. Ich war jetzt aber da. Ach du Scheiße. Ach, hier sind noch einige. Ja. Wir nennen sie einfach Husks. Das ist nicht. Jetzt verplatzen die, ey. Ach, Upgrade Platine. Und jetzt haben wir das Weiß erste ich? Mal, glaube ich. Nein, oder? Plus 2, minus 1 Schaden? Doch, hatten wir auch schon. Ja. Und zwei irgendwann positive kommen, glaube ich, noch stärkere. Nee. Es gibt, glaube ich, später nur drei positive oder so, ohne negativen Effekte. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das nur auf unmöglich kommt oder das auch so funktioniert. Hier müsste auch die Botstelle sein, ja, genau. Ah, hat sich doch gelohnt. Das haben wir eben gesucht hier. Ja, alles hat sich vor allem gelohnt wegen der Botstelle. Das stimmt. Wir geben hier aber nicht, ne? Nee. Außer 22 Wolfram. Und wieder. Und wieder ein verfluchtes Stase-Pack. Ich habe überhaupt gar keinen Platz mehr jetzt im Inventar. Schmeiße ich das Stase-Pack, schmeiße ich fort, wenn ich was anderes finden sollte. Das interessiert eh keinen. Ich dachte, der krabbelt noch. Ich habe nur wenig Munition, Alter. Auf. Na gut, du spielst ja auch mit diesem Flammenwerfer, mit diesem Munition. Ja, den packe ich doch auch in der nächsten Bank weg. Die Party ist ja jetzt vorbei. So, da hätten wir das auch mal geklärt hier, die Werkstatt, was man alles so findet. Ich war auf jeden Fall da drin. Ich war noch nicht drin. Ich aber ich habe es ja auch schon zweimal durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei beiden Versuchen drin war. Und da ist auch irgendwas, da müssen wir hin, oder? Ich weiß es. Ja, doch, da müssen wir hin. Ja. Da sind wir hergekommen. Okay. Hier ist aber nichts darum. Ah, jetzt finden wir aber die Kollege. Finden wir. Entschuldigung. Ein bisschen im Hals hier. Wir haben es geschafft. Oha. Verriegelt auch ein dunkler Raum. Fortschritt wird gespeichert. Was? Ach so, also ein Clip. Ach, ja. Normalerweise stand der Kaver jetzt rechts daneben. Das kann sein. Aber ich bin ja, ja. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen... Halt dein Maul, du Arschloch. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Captain. Durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch.
aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Am anderen Ende des Regenbogens. Ey, Drecksack. Mhm. Was für ein Riesenarschloch, hä? Und hier können wir ein bisschen Risiko spielen. Das war auch gedacht. Hier ist auch schon eine Bank. Kapitel jetzt wissen 10. wir es. Kapitel 10. Ach, hier habe ich einen Talkstange. Das mache ich mal gerade auf, weil ich habe ja wie immer welche dabei. Ich bin auf alles vorbereitet. Man kommt mein Sucherbot zurück. Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Nee, 40 Sekunden, das ist gut. Das ist gut. Ach, ich kann ja nichts mehr. Leerer Elite-Rahmen. Macht man jetzt. Oh, Pneumobrenner. Nee. Muss ich gleich mitholen oder ich schmeiße kurz gerade mal hier was weg. Da kann ich das gleich wieder mitnehmen. Wie kann ich denn das verschrotten? Ey, ich sehe nichts. Entfernen, so fertig. Weg mit dem Dreck. Dem Pneumobrenner. Ja, hua. EN war mach mal den und jetzt Vermittler ist mein Bot, glaube ich, zurück. Ja. Ich müsste auch mal Vermittler. Allein der Abwechslung halber mal andere Waffe bauen, aber irgendwie komme ich mit dem gerade so cool zurecht. Obwohl, den Colt könnte ich eigentlich wegmachen. Den brauche ich nicht unbedingt. So, gibt es hier keine Artefakte oder so hier irgendwo? Nee, anscheinend nicht. Oh. Audiolog. Ich bevorzuge Cognac. Wie wär's mit Tequila? Tia Tequila. Yeah, ein Zurabot sind zurückgekehrt. Ja, 52 Rationspunkte, Leute. Bald gibt's hier episches Waffenteil. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, da baue ich wirklich mal an der anderen Waffe hier rum. Und verstaue mal hier. Wo ist sie dann? Ist das hier? Mit Granatwerfer? Strahlkanone Vermittler, Missionar. Ja, ich glaube hier, das war's. Dann holen wir uns die Waffe mal mit anstelle des Coltes. Hier. Und bauen mal noch ein bisschen an der rum. So, hier oben haben wir normal für den. Haha. Das will ich nicht. Das hier ist noch besser. Oh, Repetitierer, das ist cool. Repetierer, meine ich. Was habe ich da drauf, was da so schlecht ist? Was? Ach, ein Kompressor? Warum ist der so schlecht? Da hat der Rip. Er hat ein besseres Tempo. Aber ansonsten alles gleich. Und die Standardspitze hat mehr Schaden. Ich würde eher sogar schaffen ein haltbares automatisches Gewehr. Und hier ist ein vollautomatisches Impulsgewehr. Ja, jetzt ist die Frage. Komm, holen wir uns mal das vollautomatische. Oh, mit Zielfernrohr. Edelwaffe, Alter, hab ich. Einer noch. So, ich habe jetzt auch hier mal die Waffe soweit. Jetzt muss ich nur noch hier mal die ein bisschen verbessern. Nachladen plus 1 Schaden, das wäre eigentlich schon mal nicht verkehrt. Eigentlich bräuchte ich noch mehr Schaden. Dann habe ich aber hier minus einen Clip, aber dafür plus 2 Schaden. Das ist eigentlich
Ja, oder ein Schaden einfach nur dabei. Machen wir zunächst mal das hier ohne negativen Werte, die gefallen mir nämlich nicht so.